Die Häschenschule von Fritz Koch-Gotha und Albert Sixtus. Gelesen aus einem Bixi-Buch des Garzen Verlags. Kinder, spricht die Mutter Hase, putzt euch noch einmal die Nase mit dem Kohlblatttaschentuch. Nehmt nun Tafel, Stift und Buch, tunkt auch eure Schwämmchen ein, sind in eure Pfötchen rein. Ja, nun marsch zur Schule gehen. Mit euch hin, auf Wiedersehen. Hasenhans und Hasengretchen gehen lustig, Pfot an Pfötchen, um die sechste Morgenstund durch den bunten Wiesengrund. Viele andere Hasenjungen kommen schnell herbeigesprungen, auf dem Rücken sitzt das Ränzchen, hinten wippt das Hasenschwänzchen. Hops, noch über diese Quelle, hei sind sie an Ort und Stelle. Wo die hohen Tannen stehen, kann man eine Wiese sehen. Kleine Bänke stehen in Reihen, hier zu zweien, da zu dreien. Hopp, 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 noch ein Satz und sie sind auf ihrem Platz. Hausmann mit dem bunten Rocke läutet hell die Morgenglocke. Und beim letzten Glockenton kommt der alte Lehrer schon. Runde Brille, grauer Bart, ohrenlang nach Hasenart. Artig faltet man die Hände. Bis das Frühgebet zu Ende. Nun beginnt die erste Stunde. Häschen haben Pflanzenkunde. Ehe sie eine Antwort geben, müssen sie die Pfötchen heben. Und der Lehrer fragt geschwind, welche Kräuter essbar sind. Hasenhans, der weiß das wohl. Am allerbesten schmeckt der Kohl. In der nächsten Stunde dann kommt die Tiergeschichte dran. Von dem alten Fuchs, dem Bösen, wird erzählt und vorgelesen. Wie er leise, husch, 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 schleicht dort Wiese, Wald und Busch. Und die kleine Gretel denkt, wenn er mich nur nicht mal fängt. Seht, wie ihre Augen strahlen, wenn sie lernen, Eier malen. Jedes Häslein nimmt gewandt einen Pinsel in die Hand, färbt die Eier weiß und rund mit den schönsten Farben bunt. Wer es nicht kann, der darf auf Erden nie ein Osterhase werden. Wenn die Pause nun beginnt, geht's zur Wiese wie der Wind. Lustig sind die Hasenjungen, toll war da herumgesprungen. Doch die Mädchen knabbern stumm an dem Frühstückskraut herum. Und sie wandern tipp, tipp, tapp mit der Freundin auf und ab. Klassenerste Hasenmine holt des Lehrers Violine, der den Bogen rasch und leicht mit dem gelben Harz bestreicht. Ping, pang, pung, die Geige stimmt, hoch er sie zum Halse nimmt. Doch die Sommerlüfte durch die Sommerlüfte zieht manch ein schönes Hasenlied. Mit den grünen Wasserkännchen laufen hier die Hasenmännchen, weil das Kraut die Blätter hängt, wird's mit kühlem Nass besprengt. Mädchen hocken vor den Beeten, um das Unkraut auszujäten. Und der Lehrer, der gibt Acht, dass es jeder richtig macht. Endlich spricht der Lehrersmann, liebe Häschen, tretet an, lasst nichts in der Schule liegen, auf dem Heimweg stillgeschwiegen. Nicht vom Wege seitwärts springen, nicht in dunkle Büsche dringen, hat der Ruckfuchs euch am Kragen, hilft kein Betteln, hilft kein Klagen. Horch, wer wimmert dort so sehr? Liebe Häschen, kommt mal her! Ach, ich bin so schwach und matt, bringt mir doch ein frisches Blatt. Hu, 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 es ist der Fuchs, Augen leuchten wie beim Luchs. Hopsa, hopsa, wie der Wind, rennt ein jedes Hasenkind. So, nun ist die Schule aus und die Häschen sind zu Haus, setzen hungrig sich zu Tisch, greifen nach dem Löffel frisch, Kohl, Gemüse, Kressenblatt, ei, da essen sie sich satt. Wär ich nicht ein Kindelein, möchte ich gleich ein Häschen sein.